Herzlich willkommen bei Mensch Gott. Er war Vize-Weltmeister über 1500 Meter, hat ein eigenes Beratungsinstitut und ist Hochschulprofessor für Psychologie. Dabei waren seine Startbedingungen ins Leben alles andere als leicht. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Hallo Michael Lichtlein. Hallo und grüß Gott. Ja, Ihre Kindheit, die Startbedingungen. Eigentlich waren Sie ein sehr glückliches Kind, bis Sie 6 waren. Mhm. Wodurch wurde es dann schwierig bei Ihnen? Ich habe ab 6., 7. Lebensjahr, soweit ich mich zumindest zurückentsinnen kann, einfach Streitereien meiner Eltern erlebt. Habe erlebt, dass mein Vater viel unterwegs war. Habe meine Mutter als etwas erlebt, die zwar da war, aber man hat dann halt als Kind schon irgendwie mitbekommen, dass sie Alkohol getrunken hat. Mhm. Und das hat sich dann natürlich weiter aufgeschaukelt. Eigentlich kann ich mich nicht mehr an alle Streitereien entsinnen, weil ich dann relativ schnell mitbekommen habe, dass meine Eltern einfach so viel gestritten haben, dass eine Scheidung unausweglich war. Sie sind dann auf die Sonderschule gekommen. Warum? Also es war angedacht, dass ich in der 2. Klasse aufgrund, ja, ich war einfach schlecht in der Schule, dass ich irgendwie besser auf die Sonderschule gehen sollte. Das hat man dann zwar doch wieder, ich weiß nicht mehr genau, jedenfalls durfte ich in der 3. Klasse in der Grundschule in Ebern bleiben. Aber ich kann mich nur entsinnen, dass mein Papa dann irgendwie meinte, also wir müssen uns was überlegen, das Kind hat, ich weiß nicht, ob man in den 70er Jahren dann schon sauber diagnostizieren konnte, Legasthenie etc. Mhm. Aber ich durfte dann weiterbleiben und habe mit einer Aufnahmeprüfung sogar die Genehmigung bekommen, als 9-Jähriger aufs Gymnasium zu gehen, 2 Jahre später. Gut. Sie sagten, dass das sich wieder eingerenkt hat sozusagen, ein bisschen Streitereien der Eltern, die Mutter trinkt, aber Sie sprechen von traumatischen Erlebnissen. Mhm. Was ist passiert, dass Sie so aus der Spur geraten sind? Ja, letztlich war es so, dass ja meine Eltern sich haben scheiden lassen, da war ich 9 Jahre und dann war das für mich natürlich erstmal schlimm, weil ich natürlich gefragt wurde, wo willst du denn hin jetzt? Und ich wollte gerne bei meinem Papa und Mama bleiben. Ich habe beide geliebt, aber ich musste dann entscheiden. Und das war halt einfach Scheidungsrecht früher wohl so, dass ich zu einem Elternteil gehe. Und da meine Mutter Alkoholikerin wohl war oder zumindest mal schwierig war, wurden wir Kinder unserem Papa zugesprochen. Und wir sind dann eine gewisse Zeit zusammen gewesen in einer kleinen Wohnung, sind aus dem Haus ausgezogen, kann mich noch dunkler entsinnen. Und dann auf einmal hat man uns, ich werde es nie vergessen, auf einmal stand eine fremde Frau in der Wohnung, die ich nicht kannte, habe gemerkt, dass das wohl die Freundin meines Papas ist. Und dann wurden wir Kinder, ich werde es nie vergessen, ich habe aufs Gymnasium das erste Zeit noch gehen dürfen, habe mich total gefreut, weil das ein neu gebautes Gymnasium war. Mhm. Und auf einmal sagt der Papa, du gehst jetzt ins Heim. Du gehst jetzt nach Bamberg, in ein Heim. Und wie alt waren Sie da? Na, 9,5 dann. Mhm. Ja, das war Mitte des Jahres, 74, also war Mitte des Jahres. Ich durfte noch das halbe Jahr dort bleiben. Und das war schlimm, weil war der Jüngste in dem Heim ja, und musste da in einem Schlafsaal schlafen und auf einmal warst du weg. Also für mich war das ganz schlimm. Mhm. Also ich würde mal sagen, ich habe versucht, mich anzupassen und einfach zu überleben. Doch, so möchte ich sagen. Ich durfte ja nicht mal am Wochenende nach Hause gehen. Ich kann mich entsinnen, dass ich da auch am Wochenende war. Ich kann mich an Sonntage erinnern. Da habe ich so manche Bilder im Kopf. Da habe ich mich gefreut, wenn es endlich mal einen Kuchen gegeben hat. Ja, ich habe ein bisschen mit anderen gespielt. Wir haben Fußball gespielt auf einer großen Fläche. Aber ich habe einfach versucht, mich mit der Situation, ich glaube, ich habe einfach geguckt, schau, dass du irgendwie überlebst. Ich weiß noch, dass mein Nachbar in dem großen Schlafsaal nachts, weil er laut war, Schläge angetreten bekommen hat. In den 70er Jahren war Züchtigung in Heimen nicht anormal. Ich habe mich da nur in mein Bett verkrochen und nichts mehr gesagt und kein Mucks, kein Mäh. Ja. Vor allen Dingen wahrscheinlich auch gar nicht verstanden, warum muss ich jetzt eigentlich hier sein? Ja. Sie sind dann ausgerissen nach einem Jahr? Ja, zurück nach Hause. Ja. Ich bin dann zu meinem Papa ausgerissen, wo ich wusste, wo er zur Zeit war, zu der Zeit war. Wie hat er reagiert? Das weiß ich nicht mehr. Ich kann jetzt nicht sagen, ich kann mich an die Situation entsinnen, dass er dann zumindest gesagt hat, okay, dann kriegst du ein Zimmer in dem Haus seiner Freundin. Und ja,
also da habe ich jetzt gar kein Bild mehr. Ja, ich habe ein Bild von dem Zimmer, in dem ich war. Okay. Mhm. Sie sagen, dass Sie vom Regen in die Traufe gekommen sind. Warum? Ja, das ist insofern ein bisschen schwierig, weil man könnte jetzt von außen sagen, na ja gut, da war eine Freundin da, Pflegemutter, die Obhut sozusagen übernommen hat. Die hat aber selber zwei eigene Kinder, ist sehr jung. Und ich habe Folgendes erlebt: Du bist nicht geliebt, du bist nichts wert. Du bist zwar in deinem Zimmer, aber mein Papa war viel unterwegs, die ganze Woche. Der war ein hohes Tier beim Bund, von daher hat er kaum Zeit für mich gehabt. Und unter der Woche hieß es nur, wenn du nicht spurst, dann sage ich es am Wochenende dem Papa. Und dann hat man sich nur verkrochen und fertig. Mhm. Also ich habe auch gar keine Beziehung leider zu meiner Pflegemutter gehabt, weil sie eine sehr, sehr distanzierte Persönlichkeit, sie hat ihre Kinder, glaube ich, sehr geschätzt, sehr geliebt. Und ich habe es als Ballast erlebt. Mhm. Jetzt als erwachsener Mensch würde ich im Rückblick sagen, sie hat halt auch geguckt, wie sie klarkommt, aber als Kind habe ich gelitten. Mhm. Haben Sie ein Beispiel, was so schlimm für Sie war? Hunger ist einfach so. Sie haben nicht genug zu essen bekommen. Ja. Es ist halt so. Ja. Sie wurden dann extrem leistungsfähig. Was passierte da? Naja, mein Papa hat mal gesagt, du kannst dich auf dich verlassen und kannst die Ärmel hochkrempeln und kannst das Beste tun. Und kannst versuchen einfach, mach aus deinem Leben das Beste. Schau, dass du irgendwie, also Ärmel hochkrempeln, wirklich wahr. Schau, dass du das hinkriegst. Und genau, das, ich weiß nicht, wann es war. Ich würde schätzen, beim Gymnasium, in der Schule, war auch jetzt auch nicht so der Mitläufertyp. Er hat mich eher als Außenseiter gesehen, weil ich auch nicht so den Bezug zu anderen da so herstellen wollte. Also habe mich eher als Außenseiter gesehen und habe darum auch eher so ein bisschen das Hänseln auch ein bisschen mitbekommen. Das war nicht so toll. Aber habe dann irgendwie für mich gesagt, so, ich muss jetzt einfach mal mein Leben in die Hand nehmen. Ich muss jetzt einfach mal gucken, dass ich das anders anpacke. Und ich glaube, das war wirklich eine Entscheidung. Krempel deine Ärmel hoch. Ich habe einfach angefangen zu Hause. Du siehst so schmächtig aus, du musst jetzt ein bisschen was trainieren. Okay. Zum Beispiel, ich habe einfach angefangen, geh doch mal Fahrrad fahren, geh doch mal ein bisschen was für den Körper tun, damit du anerkannt wirst. Damit einfach die anderen sagen, ey, schau mal. Also wie es halt ist, dann einfach so mit 15, 16, 17 sowas. Ja. Aber die Schiene, die Sie dann eingeschlagen haben, war Leistung. Ja, haben sich sehr stark weiterentwickelt. Was haben Sie da erreicht? Ich habe ja meine jetzige Frau schon sehr früh kennengelernt und das war wirklich Liebesheirat, muss ich immer wieder sagen. Und Bettina kenne ich schon sehr lange. Ich habe dann zwar erstmal, bin ich erstmal einen Weg gegangen, weil mein Papa meinte, geh doch zum Bund, so auf die Art. Da bist du auch wieder versorgt, was ich auch ganz spannend finde. Im Nachgang hat er mich nie gefragt, was möchtest du studieren? Ich wollte eigentlich Sport und Mathe studieren, weil ich auch Sport und Mathe Leistungskurs hatte und wollte Lehrer werden. Das war eigentlich meine erste Idee. Und der Papa hat gesagt, nee, mach mal nicht, du gehst zum Bund, schaust mal. Das lief dann eigentlich automatisch. Und dann habe ich auch dort mich längere Zeit verpflichtet und habe dort auch meine erste Ausbildung gemacht, also sozusagen eine Ausbildung mit Studium und habe dort auch mein erstes Studium gemacht. Und da ging es langsam los. Ja. Da habe ich gemerkt, also ich würde mal sagen, es waren so wirklich bis zum Studium noch so, ja, schauen wir mal, was das Leben so bringt. Ich habe ein bisschen Sport gemacht, aber nee, jetzt nicht in dem Sinn schon Wettkampf, aber Sport. Aber dann ging es auf einmal schlagartig los. Sie Studium, haben sich zu einem Spitzensportler entwickelt. Sie waren dann Jahrgangsbester in Ihrem Studium. Was war Ihr Rezept? Was war los in Ihrem Leben? Ja, ich habe gemerkt, dass wenn ich Leistung bringe, wenn ich Jahrgangsbester werde. Das war jetzt zwar nicht so, dass ich, also muss ich schon sagen, dass ich da viel dafür machen musste. Ich habe auch gemerkt,
Menschen trauen mir was zu. Ja. Also ich werde mich nie an meinen Professor Kurt Müller ich werde immer an ihn denken müssen, der gesagt hat, Sie sind für mich der erste Student, bei dem ich den Eindruck habe, der bewegt hier was. Mhm. Das habe ich nie gehört. Mhm. Also ich habe auf einmal gemerkt, dass Menschen mir viel zutrauen und habe natürlich das auch, wollte das zurückgeben im Sinne von, ey, das ist ja toll. Mhm. Es ist toll, wenn du Jagdbester bist. Dann ging es mit dem Sport los. Ja. Ich bin ein bisschen rumgelaufen und auf einmal kam einer und hat gemeint, komm mal her. Und ich habe innerhalb kürzester Zeit auf einmal Spitzenzeiten, aber mit einer Energie. Ich meine, ich bin ein Energiebündel, aber ich habe gemerkt, ich kann da unwahrscheinlich viel erreichen, wenn ich hart trainiere. Jetzt kommt wieder das Rezept vom Papa, Ärmel hoch und dann gehen wir mal los. Sie waren dann zu der Zeit auch dann schon bald verheiratet, wie Ihre Frau das erlebt hat. Das hat sie uns auch mal erzählt. Wenn Michael in seinem Hamsterrad gefangen war, war es schwierig für mich, ihn da herauszubekommen, ihn daran zu erinnern, dass es noch Frau und Familie, Freunde gab und nicht zuletzt ihn selbst. Damit er sich einfach Zeit auch zum Erholen gegönnt hat. Neben seiner Leistungsorientierung fand ich es manchmal schwer, mich zu behaupten. Oftmals habe ich nach meinem Empfinden zurückgesteckt, habe das eine ganze Zeit ganz gut ausgehalten und irgendwann ist so mein Vulkan explodiert und er hat von mir eine Breitseite bekommen und das war dann so der Moment, wo er aufgewacht ist und gemerkt hat, ups, die Bettina ist ja auch noch da. Ja, wie sah das aus, als Ihre Frau wie ein Vulkan explodierte? Ich glaube, dass sie mir ziemlich klar gemacht hat, dass sie es nicht so weiter akzeptiert, dass ich jedem nächsten Ziel hinterher renne. Das Hamsterrad wurde ja gerade schon genannt und das muss man auch so sehen. Mhm. Immer wieder gucken, okay, Promotion, ich will da vorne dabei sein. Ich will noch den Wettkampf machen. Also ich glaube, der Sport war vor allem was ganz Entscheidendes dabei, weil das Laufen hat mich dann ja wirklich wie eine Sucht bewegt. Und ich denke, da kam auch der Erfolg nicht ohne den entsprechenden Aufwand mit Training. Und wir hatten dann schon zwischenzeitlich ja zwei Kinder klein. Und meine Frau hat dann verständlicherweise auch gesagt, hör mal zu, wie sieht denn das aus? Wir wollen zusammen die Kinder großziehen. Und ich war nur auf Wettkämpfe, auf Forschungsreisen unterwegs. Das hat nicht funktioniert. Sie hatten schon längst Spannungen in Ihrer Ehe. Warum haben Sie einfach immer weiter diesen Stiefel gefahren? Ich habe versucht, die Bettina zu überzeugen, dass das wichtig wäre für unser Leben, für unseren Komfort, für ein gewisses Annehmlichkeiten im Leben und habe auch so eine klassische Schublade gehabt. Der Mann ist der Versorger, so habe ich es auch von meinem Papa vorgelebt bekommen und die Frau ist für die Kinder, wie Sie kennen den Ausdruck, Kind, Kegel, Herd, zuständig. Und das habe ich auch durchgezogen, könnte man sagen. Ja. Und diese ganzen Siege und die Erfolge und die Auszeichnungen, was hat Ihnen das gegeben? Was bedeutet das letzten Endes für Sie? Also wenn ich mich jetzt zurückversetze, würde ich sagen, jeder Erfolg war, ich bin gut. In der Retrospektive und in meinem Glaubensweg immer weniger, weil es ja nichts war, was ich irgendwo mitnehmen kann. Das habe ich, ich glaube, dass das durch immer mehr Erfolge. Ich habe immer den Eindruck gehabt, irgendwo kommt so ein Füllhorn, weil eigentlich war jetzt nicht geplant, dass nach unserer, nach der Promotionszeit, als ich unser Beratungsinstitut gegründet habe, habe ich jetzt nicht gedacht, dass das irgendwie so toll läuft. Und das ging ja alles nur aufwärts. Also es ging alles nur aufwärts. Und das klingt vielleicht komisch, aber ich hätte nie glauben wollen, dass am Zenit des Erfolges ich eigentlich innerlich zusammenbrechen würde. Weil ich gemerkt habe, dass es nichts wert ist. Nichts. Wie haben Sie das gemerkt? Weil das Hamsterrad heißt ja immer wieder weiter. Immer gucken, okay, jetzt wirst du zum Hochschulprofessor ernannt. Ich habe mich darüber gefreut. Ich habe mich super gefreut. 2 Jahre nach der Promotion, das Unternehmen lief super toll, habe sogar noch ein paar gute Wettkämpfe gehabt, aber ich habe irgendwie, Bettina und ich haben viel Glaubensgespräche auch geführt und ich habe irgendwo immer mehr gemerkt, dass gerade weil es so erfolgreich war, wurde es seltsamerweise immer weniger wert. Sie haben schon ein paar Mal den Glauben jetzt angesprochen, Gott spielte also eine Rolle in Ihrem Leben.
Was brachte das jetzt aber zum Vorschein? Was wurde Ihnen klar? Also eigentlich kann man es auf fast auf einen Satz zusammen reduzieren. Wir waren in einer Gemeinde. Wir hatten viele Gespräche, meine Frau und ich, weil eigentlich schon in den 90er Jahren, als ich zum Studium gegangen bin, ich vom Kopf her gesagt habe, ich möchte gern, dass der Herr mein Chef wird. Aber das ist klassischer Kopfglaube, sprich, ich habe das geglaubt, dass das so ist, aber es hat nichts gelebt, weil ich ja weiter in meinem Hamsterrad gearbeitet habe. Und auf den Punkt gebracht war es wirklich so, dass ich einen sehr guten Prediger hatte und ich gemerkt habe, dieser Erfolg, den habe ich schon als Segen empfunden. Aber er hat mir immer weniger bedeutet und er hat einfach einen Satz gesagt, ich werde es nie vergessen. Michael, der Herr nimmt und der Herr gibt. Und ich werde nie vergessen, was das bei mir ausgelöst hat. Weil ich habe erkannt, da gibt es jemanden, den ich verstehe, den ich vom Kopf her schon so weit verinnerlicht habe, aber er hat es in der Hand. Und da habe ich endlich mal verstanden, dass ich es gar nicht mehr nötig habe, gar nicht mehr hinterherrennen muss, sondern dass ich irgendwo da etwas da ist, ich sage es mal ganz vorsichtig, jetzt habe ich meine Frau besser verstanden, muss ich auch sagen, dass ich eigentlich nicht unbedingt etwas leisten muss, um etwas zu können, um es zu sein, sondern dass er es im Griff hat. Das hat bei mir sehr viel ausgelöst. Das brachte dann auch noch ganz viel Veränderung in ihr Leben und das hat auch ihre Frau sehr wohl wahrgenommen. Die Veränderung, die da vonstatten ging, die war richtig greifbar. Auch wenn er mir am Anfang nichts gesagt hatte, habe ich doch gemerkt, dass er sehr menschenbezogen geworden ist, aufmerksam geworden ist gegenüber der Bedürfnisse von anderen. Und sich selbst insofern reflektiert hat auch, dass er gesagt hat, was mache ich hier den ganzen Tag, was leiste ich den ganzen Tag, für was tue ich das? Seit Michael Gott in seinem Leben ernst nimmt, nimmt er auch mich ernst und meine Bedürfnisse und achtet mehr darauf und nimmt unsere Beziehung viel ernster und wertvoller als vorher. Sie haben ein ganz tiefes Erlebnis gehabt, ein Umdenken hat stattgefunden, was Sie jetzt auch noch total packt, was man miterlebt. Es ist so. Dieses Umdenken, was beinhaltete das für Sie? Jetzt? Leistung per se ist eine gute Sache. Und ich möchte sagen, dass mir das heute auch weiterhin wichtig ist. Ich denke, dass ich auch sonst keinen guten Job machen würde. Sei es als Professor an der Uni, um gute Vorlesungen zu machen, aber auch als Coach, wenn ich in Firmen bin, einen Vortrag habe. Und jetzt und natürlich, was viel wichtiger ist, Bettina hat es gerade eigentlich ganz deutlich gesagt, wie wichtig mir Beziehung geworden ist. Also als in der Zeit meiner Leistungsorientierung per se war, ich habe Menschen nur anerkannt, die selber was geleistet haben. Ich habe meine Kinder dadurch belastet, weil ich erwartet habe, das muss funktionieren, das muss funktionieren, das muss funktionieren. Und durch die Bekehrung, durch das Lösen, habe ich mir klar gemacht, dass ich habe es auch verstanden, es war eine Entscheidung, könnte ich fast sagen, dass es viel wichtiger ist, andere Prioritäten auch im Leben zu setzen, muss ich schon zugeben. Mir ist Leistung weiterhin wichtig, aber jetzt muss ich nicht mehr etwas leisten, um sagen zu können, ich bin jetzt ein toller Mensch, sondern ich bin wertvoll, weil ich bin. Und das zu verstehen und wirklich in mein Herz zu lassen, das merke ich jetzt, wenn ich mich ärgere, an einem ganz einfachen Beispiel, wenn ich mich ärgere, wenn ich irgendetwas, ich habe früher immer meine Leistungsbühne bezeichnet, wollte ich nämlich perfekt sein. Bloß keine Fehler machen, weil dann bist du ja eigentlich angreifbar. Und ich habe dann sogar noch mal gemerkt, wenn ich jetzt damit umgehe, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, dann ärgere ich mich. Ich kann die Verletzung, die ich, wenn mich jemand verletzt, wenn jemand sagt, das war nicht in Ordnung und ich sehe das anders, dann kann ich damit auf einer argumentativen Ebene umgehen. Und früher habe ich dann gemeint, ich muss nächstes Mal noch besser werden und ich muss es besser machen. Und dann bis keiner mehr überhaupt irgendeinen Angriffspunkt sucht.
hat sich völlig geändert. Dieser Leistungsantrieb, ja, woher kam der? Was war die Wurzel? Naja, ich würde ihn als Leistungskomplex bezeichnen, ich war süchtig danach, die Anerkennung der anderen zu bekommen, dafür, dass ich gut bin oder sehr gut bin. Und natürlich, wenn man eine bestimmte Begabung mitbringt, sei es intellektuell oder auch körperlich, wie jetzt durch meinen Sport, wollte ich natürlich immer ganz vorne dran sein. Also ich wollte es nicht nur einfach machen, sondern ich wollte der sein, der immer der Beste ist. Also ich habe mir immer gedacht, warum ist denn das so, wie es ist? Viele sagen mir, sagen mit den Startbedingungen ist das ja wirklich schon schwierig gewesen und so weiter. Und sei doch froh, dass du bist. Wie hast du denn deinen Glauben überhaupt angefangen? Aber für mich war es sehr wichtig, dass all das hat der Herr schon so auf den Weg gebracht, weil ich jetzt dadurch einen guten Dienst machen kann und ihm auch zeigen kann. Und ich denke, ich bin nicht umsonst jetzt in der Funktion, auch an der Uni oder in der Beratung. Und ich spüre hier auch, wie Menschen auf mich zukommen, die früher wahrscheinlich nicht auf mich zugekommen wären, weil sie mich auch distanziert erlebt haben. Wer leistungsorientiert ist, wird ja auch eher als, wow, was der alles geschafft hat und kühl und distanziert und tough. Das ist ganz anders. Welche Rolle spielen jetzt diese traumatischen Erlebnisse in der Kindheit dabei? Die traumatischen Erlebnisse konnte ich, gerade was das Verhalten meines Vaters angeht, Verhalten meiner Mutter angeht, die konnte ich endlich mal abgeben. Also sprich, ich musste natürlich auch schon eine schwere Zeit insofern durchmachen, auch mir einzugestehen, das sind Verletzungen, die die Gefahr birgen, dass ich hart werde. Das gab eine Phase, lass nichts an dich ran, aber ich dürfte heil werden. Ganz einfach, klingt jetzt blöd, aber die Vergebung, etwas abzulegen, mal das abzuschließen. Also was für mich war ganz wichtig, ich brauche jetzt nicht mehr ständig das Alte hochkommen zu lassen. Oh, das ist ja ganz schlimm und alles Mögliche. Sondern es ist auch abgeschlossen, aber in Frieden abgeschlossen und versöhnt abgeschlossen. Also das war mir sehr wichtig. Ja. Konnten Sie denn noch mal mit Ihrem Vater oder Ihren Eltern sprechen? Leider nicht, weil meine Mutter ist gestorben. Leider auch an Alkoholkrankheit, als ich 16 war. Da war ich ja schon bei meiner Pflegemutter und bei meinem Papa. Und mein Papa hat leider, da war ich gerade ein Jahr verheiratet, Unfalltod gehabt. Was auch ist. Das heißt, ich habe eigentlich später, und das war, glaube ich, vielleicht auch das Gute, dass ich dann trotzdem mit Ihnen nochmal das besprechen konnte, zwar nicht direkt, aber sagen konnte, ich kann das jetzt abgeben. Leider ging das nicht mehr. Und wie gehen Sie heute damit um, wenn Schwächen auftreten? Oder gibt es noch Reste von Leistungsdenken bei Ihnen? Also ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass Leistung mir weiterhin wichtig ist. Und ich denke auch, dass das etwas per se Gutes ist. Ich möchte einen guten Job machen. Aber was wirklich sich total verändert hat, ist der Umgang mit, wenn es mal nicht so läuft, wenn ich mal nicht 100% erreiche, wenn ich mal einen Termin vergesse, also Dinge, die eigentlich menschlich sind, könnte man sagen, da werde ich jetzt nicht ständig versuchen, ich muss nächstes Mal der Perfekter machen, sondern ich stelle fest, dass das mir natürlich wehtut, wenn ich einen Fehler mache. Ich möchte ja nicht unbedingt jetzt da zu spät kommen, aber ich kann damit gefühlsmäßig anders umgehen und kann sagen, okay, du bist ein Mensch. Und ich merke auch, dass ich nicht mehr hinterherrennen muss, irgendwelche über die Beziehung sozusagen, also Anerkennung und dazu eine Beziehung herzustellen, sondern ich werde auch als Mensch akzeptiert, wenn das mal nicht hundertprozentig ist. Das hätte ich habe immer gedacht, ich werde erst akzeptiert, wenn ich es hundertprozentig gemacht habe. Und viele Menschen sagen mir, du bist jetzt wertvoll, weil du bist. Ja, vielen herzlichen Dank. Sie sind erfolgreich, auch ohne in der Leistungsspirale zu hängen, haben es geschafft, da auszusteigen. Danke für das Gespräch. Danke Ihnen. Ja, in vielen Dingen hat sich die Perspektive unseres Gastes komplett verändert. Und wenn auch Sie sich für manches eine neue Perspektive wünschen, dann könnten noch weitere Geschichten von Mensch Gott interessant für Sie sein. Schauen Sie doch einfach mal vorbei in unserer Mediathek oder auf unserem YouTube-Kanal. Wir freuen uns. Wenn Sie Fragen zur Sendung haben, dann können Sie sich gerne bei uns melden. Sie erreichen uns telefonisch unter 06441 957 14 14 oder per E-Mail an menschgott@erf.de.